liebe Zuschauer, ich bin's, euer Frederik vom Harry-Kanal. Ich begrüße euch sofort mit einer super schlechten Nachricht. Die ist so schlecht, da wird mir Kotsch bei übel. Und ich weiß noch nicht mal den Grund, warum das so passiert ist. Und zwar musste ich vorhin meine ganzen Ubisoft-Sachen deinstallieren. Denn bei mir war aus dem Spiel Ghost Recon Wildlands die beiden Kampagnen, die Kampagne, die ihr von den Aufnahmen kam, sitzt, und die Kampagne, die ich dann auf Schwierigkeitsgrad leicht nebenbei laufen ließ, immer, die waren von gestern auf heute über Nacht weg. Komplett weg, alles gelöscht, nichts war mehr da. Ich musste alles nochmal neu machen, und immer wenn ich neu gemacht habe, dazu habe ich auch mal eine Aufnahme gemacht, dann sah das sehr komisch aus, und komisch werde ich euch jetzt mal zeigen. So. Also so, neu geladet, vorher Charakter neu erstellt und dann kam das so. Also da habe ich mir genau gedacht. Tja. Was da passiert ist, keine Ahnung. Ich bin auch bei einer WhatsApp-Gruppe. Nee, nicht WhatsApp. Facebook-Gruppe, die heißt Ghost Recon Wildlands. Habe ich mal nachgefragt. Bis jetzt, gut, ich habe auch vor ein paar Minuten nachgefragt. Bis jetzt kam aber noch nicht zurück, ob die das auch hatten. Ich finde das nur scheiße, denn ich musste auch For Honor deinstallieren. Ich musste meine ganzen Ubisoft-Sachen deinstallieren und ich bin richtig sauer drauf. Denn da war viel, viel Arbeit dahinter. Da war wirklich alles, ziemlich viel dahinter. Ihr wart dabei, ihr habt es gesehen. Und auch wenn ich das Spiel deinstalliert und neu installiert habe, ist das nicht weggegangen. Also, ja. Was kann man machen? Abwägen, alles nochmal neu machen, gucken, ob das klappt. Wenn das jetzt komplett nicht mehr klappt, dann werde ich euch Bescheid sagen. Dann ist die Sache leider gelaufen. Weil das ist wirklich ziemliche, verkackte, dreiste Scheiße. Ob ich gehackt wurde? Keine Ahnung. Mein System sagt nichts. Meine Firewall und so weiter, alles was zum Anti-Hacken gebrauche, ist noch alles auf dem neuesten Stand. Die sagen nichts. Also ist das eigentlich auszuschließen. Oder gut auszuschließen. Es gibt natürlich ein paar Hacker, aber warum sollten die mich hacken? Also, ich werde jetzt alles nochmal neu installieren und werde euch dann, wenn es soweit ist und wenn es dann mal klappt oder nicht klappt, ich werde euch auf den neuesten Stand bringen. Tut mir leid, wenn ihr sauer seid, ihr seid nicht allein. Dann würde ich mal wirklich sagen, verbringt den Tag gut, schaut euch das Spiel Deutschland-Mexiko an, falls ihr große Fußballfans seid, wenn nicht, lasst es einfach sein. Ich bin zwar auch kein großer Fußballfan, aber WM und EM schaue ich immer. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.